Der 30. Mai 1832, früh am Morgen. In der Nähe von Paris, auf einer Lichtung irgendwo in einem abgelegenen Waldstück, stehen sich zwei Männer gegenüber. Beide haben eine Pistole in der Hand. Rund 25 Schritt voneinander entfernt, die beiden gehen langsam aufeinander zu. Sie zielen und dann fällt ein Schuss. Dieser Schuss trifft einen der beiden Männer in den Bauch und er wird einen Tag später an dieser Verletzung sterben. Da ist er gerade mal 20 Jahre alt und die Welt hat noch keine Ahnung, was dieser 20-Jährige als Mathematiker geleistet hat. Ja, dass später mal ein ganzes Feld der Mathematik nach ihm benannt werden wird. Das ist die Geschichte von Évariste Galois. Ich bin Charlotte Thielmann, ich bin euer Host für diesen Podcast, in dem wir euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Mathematik erzählen. Tatsächlich habe ich auch mal Mathematik studiert, aber keine Angst, ihr müsst keine Mathe-Nerd sein, um diesen Podcast zu hören, denn wir wollen in diesem Podcast Mathematik ein bisschen anders erzählen. Wir wollen, dass ihr in jeder Folge einen Aha-Moment habt. Einen Moment, in dem ihr denkt, okay, jetzt habe ich kapiert, wie diese eine Idee in der Mathematik funktioniert und warum das so schön ist. Und wir wollen euch die Geschichte hinter der Mathematik erzählen. Von den Menschen, die Mathematik machen und von denen man ehrlich gesagt auch im Studium nichts lernt. Für diese Geschichte ist Demian Nahuel Goos da. Er hat selbst in Mathe promoviert und er hat die vielen, vielen Geschichten gesammelt, die wir hier in diesem Podcast erzählen. Hallo Demian. Hallo Charlotte. Demian, nimm uns doch gerne erstmal mit in die Welt von Évariste Galois. Was ist das für eine Zeit? Ja, also die Zeit, in der Galois eben Teenager ist, das ist Paris der 1820er, das ist eine ziemlich turbulente Zeit. Die Französische Revolution ist gerade gut 30 Jahre schon vorbei. Napoleon ist gekommen, dann war er schon wieder weg. Und jetzt haben wir im Prinzip wieder einen König in Frankreich. Und im Prinzip möchte er sozusagen alles, was die Französische Revolution erreicht hat, wieder zurückdrehen. Ja? Auf der Gegenseite gibt es aber immer noch diesen Geist der Revolution, vor allem in der Bevölkerung Frankreichs und eben auch Paris. Das Volk, das diesen König mehr oder weniger stürzen will. Und in dieser ganzen Zeit und auch in der Geschichte von Galois ist ein Moment ganz wichtig, und zwar die Juli-Revolution. Das ist im Juli 1830 und da gibt es wirklich Straßenschlachten in Paris und Barrikaden und Menschenmengen und Revolutionen. 1830, Juli-Revolution, da ist Galois gerade mal 18 Jahre alt. Das sind also die revolutionären Zeiten, in denen er aufwächst. Ja, da muss man aber auch sagen, Galois stammt ursprünglich aus, man könnte sagen, recht gut bürgerlichen Verhältnissen auf. Sein Vater war Bürgermeister in einem Vorort von Paris. Eine angesehene Familie, könnte man sagen. Und auch Galois selbst scheint eigentlich, wenn man ihn sich so anschaut, ziemlich brav zu sein. Es gibt ja tatsächlich dieses eine Bild von ihm. Wenn ihr mal googelt nach Évariste Galois, stößt man immer nur auf dieses eine Bild. Da sieht er tatsächlich sehr, sehr brav aus. Ja, das sieht ja fast wie ein Engel aus, ne? Aber das könnte ihn kaum schlechter beschreiben. Das ist genau das Gegenteil von seinem Wesen. Er ist eigentlich das komplette Gegenteil. Er ist rebellisch, er respektiert keine Autorität und er lässt sich also wirklich von diesem Zeitgeist der Revolution beflügen, könnte man sagen. Ich erinnere mich noch, als wir das erste Mal gesprochen haben über Galois und du meintest, er erinnert dich so ein bisschen an die Weasley-Zwillinge aus Harry Potter. Ja, also wenn er in der Harry-Potter-Buchreihe ein Charakter wäre, dann wäre er bestimmt Fred und Georges bester Freund. Er hat wirklich diesen rebellischen Geist und er endet auch tatsächlich immer wieder im Gefängnis, weil er halt so rebellisch ist. Es gibt da zum Beispiel eine Aktion, da ist gerade Galois 19 Jahre alt und da spricht er einen Trinkspruch aus auf den neuen König, auf Louis-Philippe, ne? Und hebt dabei aber nicht sein Glas sondern in die Höhe, sondern eben einen Dolch. Also man könnte sich vorstellen, vielleicht kein ganz unschuldiger Trinkspruch, wenn man einen Dolch hochhebt. Wie gesagt, Galois ist wirklich ein Tunichtgut. Er ist immer dafür da, wenn es darum geht, Autoritäten nicht zu respektieren. Ich finde das irgendwie ganz hübsch, weil man ja dieses Bild hat von Mathematikerinnen und Mathematikern.
Das sind diese Nerds, die sitzen irgendwie den ganzen Tag im Keller und machen Mathe und interessieren sich sonst für gar nichts und jetzt nicht leidenschaftliche Revolutionäre. Das passt nicht so gut zusammen mit dem Image von Mathematikern, habe ich das Gefühl. Da würde ich sagen, das Image ist vielleicht nicht so richtig, entspricht nicht so richtig der Wahrheit. Aber Galois ist tatsächlich auch so ein ziemlicher Nerd, so wie man es sich vorstellt. Wenn er gerade nicht an einer Revolution beteiligt ist, dann beschäftigt er sich intensiv mit Mathematik. Und zwar schon als Teenager mit sehr, sehr komplexer und ja, fortgeschrittener Mathematik. Und irgendwann mal in dieser ganzen Zeit, wo er sich mit Mathe beschäftigt, kommt dieser Moment, an dem er merkt, ach du Schreck, was habe ich denn da erreicht? Was habe ich denn da Wertvolles gemacht? Er merkt, er hat eine mathematische Entdeckung gemacht. Er löst ein mathematisches Problem, das über Jahrhunderte nicht gelöst werden konnte. Und da muss man wirklich betonen, das ist nicht normal. Das ist nicht gang und gäbe. Das ist etwas wirklich Besonderes. Das ist etwas, das vor allem als Teenager, das schafft kein Mensch. Also das ist wirklich unglaublich, was er da schafft. Galois hat ab dem Punkt halt nur ein Ziel, und zwar er möchte diese super wichtige Entdeckung unbedingt an die Welt bringen. Er möchte, dass die Menschen davon erfahren. Aber das ist nicht so einfach. Überhaupt nicht einfach, denn zuallererst, Galois ist gerade mal 18 Jahre alt. Er ist fast schon noch ein Kind, ja, und man muss auch sagen, er wird überhaupt nicht ernst genommen, ne? Die Menschen, die Mathematiker seiner Zeit kennen ihn eigentlich nicht, ne? Und dazu kommt auch noch, dass er keine Ahnung hat, wie man Mathematik kommuniziert. Er weiß nicht, wie Mathematiker sprechen, wie sie ihre Gedanken strukturieren und wie man generell so eine neue Idee an andere weiterbringt, ne? Wenn ich mich zurückerinnere im Studium, man lernt natürlich Mathematik, aber man lernt vor allen Dingen auch erstmal die Sprache der Mathematik. Wie teilt man sich mit als Mathematiker? Wie formuliert man Schritt für Schritt eine mathematische Entdeckung, einen mathematischen Beweis, sodass es Sinn ergibt? Und Galois will jetzt der Welt unbedingt mitteilen, was er entdeckt hat, aber er kennt diese Sprache eigentlich nicht und er hat keinen Bezug zu dieser mathematischen Community. Ja, genau. Das ist halt Galois Riesenproblem. Er scheitert immer wieder daran, in diese Mathe-Community reinzukommen. Ein Beispiel, schon als 17-Jähriger versucht er an die École Polytechnique. Das ist bis heute die Elite-Uni, könnte man sagen, für Mathematik in Frankreich. Und er scheitert immer wieder an der Aufnahmeprüfung. Obwohl er ja wahrscheinlich auch zu diesem Zeitpunkt schon viel, viel weiter ist als ja, andere junge Mathematiker in diesem Alter. Ja, er ist halt schlicht nicht dieser Typ, der sich super auf solche Sachen vorbereitet. Und bei der Mathematik an sich sieht er halt nicht ein, warum er irgendwelchen Prüfern irgendwas beweisen soll und was für ihn komplett offensichtlich ist. Und vielleicht kapieren die auch einfach nicht, was Galois meint, ne? Weil der sich nicht so gut ausdrücken kann in der Mathematik, oder? Genau, ja, eben, ne? Das macht Galois immer wieder sehr große Schwierigkeiten, seine Ideen zu strukturieren, sodass andere sie nachvollziehen können. Und das ist ehrlich gesagt ein Riesenbummer in der mathematischen Community. Als Mathematiker ist das ein Desaster, ne? Er versucht zum Beispiel immer wieder, seine Entdeckung direkt zu veröffentlichen. Er reicht Manuskripte zur Veröffentlichung ein, die werden aber jedes Mal abgelehnt, und zwar von sehr bedeutenden Mathematikern. Cauchy, Fourier, Poisson, das sind wirklich die Big Bosse der Mathematik damals, ne? Und hier, das ist auch, und das muss ich auch sagen, dazu gehört ein gehöriges Stück Mumm, sich so etwas zuzutrauen, diese Leute anzuschreiben. Das ist so, als würde man mit 18 Jahren Einstein einschreiben und irgendwie erzählen, du, ja, ich habe was Interessantes über die Relativitätstheorie entdeckt, ne? Was wahrscheinlich im Normalfall nicht stimmt bei Galois, aber tatsächlich gestimmt hätte, dass er was Interessantes entdeckt hat. Aber da sitzen da eben diese Big Names der Mathematik vor dem Manuskript, ich versuche mir das vorzustellen, versuchen das zu lesen und denken sich, also ganz ehrlich, sorry, ich verstehe kein Wort. Ja, das ist so. Und da muss man auch sagen, wenn die Leute das nicht kapieren, dann kapiert es auch keiner. Ne? Denn das waren ja wirklich die hellsten Köpfchen. Ich stelle mir das relativ frustrierend vor für so einen 18-jährigen, sehr talentierten Mathematiker. Da sind diese ganzen Absagen für die Manuskripte. Gleich zweimal, wie du gesagt hast, die Absage von der Uni, auf die er unbedingt will, die École Polytechnique. Das muss doch einen ziemlich runterziehen, vor allen Dingen, wenn man so ein leidenschaftlicher, revolutionärer Geist ist. Ja, es kommt noch schlimmer. Er wird dann von der Uni, auf die er dann stattdessen geht, da wird er auch noch rausgeschmissen.
Als nämlich in Paris die Juli-Revolution wütet, da kommt es in der Stadt zu Tumulten und Galois, der natürlich der große Rebell ist, der will natürlich daran teilnehmen und gerät deswegen mit dem Leiter der Uni aneinander. Okay, also dieser Leiter der Uni schmeißt ihn raus, er hat nichts veröffentlicht und du hast ja auch schon gesagt, nach der Juli-Revolution kommt Galois auch immer wieder ins Gefängnis. Das heißt, für seinen großen Traum, seine Mathematik in die Welt zu tragen, sieht es da dann doch ziemlich schlecht aus zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber sogar im Gefängnis arbeitet er weiter an der Mathematik und hier mal kurz meine persönliche Meinung. Ich würde sagen, dass Galois hätte ein bisschen Geduld gehabt, denn dann hätte er es früher oder später auch wirklich geschafft, seine Ideen, seine Entdeckungen an die Welt zu bringen. Es wäre wahrscheinlich früher oder später irgendwie dazu gekommen, dass irgendjemand auf ihn aufmerksam wird und auf das, was er halt erreicht hat. Nur, es kommt komplett anders. Er kriegt gar nicht die Gelegenheit dazu, denn als er gerade mal 20 Jahre alt ist, da wird Galois tatsächlich so ein Duell herausgefordert. Und man wird halt nicht alltäglich so ein Duell herausgefordert, ne? Was war da passiert? Worum ging es? Und wer war überhaupt sein Gegner? Das sind alles interessante Fragen und leider haben wir keine konkreten Antworten dafür. Es gibt viele Mythen rund um dieses Duell. Die einen sagen, sein Gegner, er war ein Monarchist und Galois opfert sich in diesem Duell für die Revolution. Andere sagen, das ganze Duell war inszeniert, weil Galois einfach nicht mehr leben wollte, weil er so frustriert war von der Revolution und von der Mathematik. Und wieder andere sagen, nö, da geht es eigentlich ausschließlich um Liebe. Es gibt da nämlich eine Frau, in die sich Galois verliebt. Sie heißt Stephanie und Galois Gegner in diesem Duell, das ist wahrscheinlich Porchon d'Orbainville, ein republikanischer Offizier und Verlobter von Stephanie. Also man weiß nicht ganz genau, wer das ist, der Galois zum Duell herausfordert. Man weiß nicht ganz genau, worum es da eigentlich geht, aber was man weiß ist, Galois nimmt dieses Duell an. Ja, und was hier wirklich erstaunlich ist, ist, was Galois tatsächlich macht. Denn was würde ich tun, wenn ich wüsste, morgen könnte ich vielleicht sterben, ne? Wie würde ich damit umgehen? Worauf würde ich mich konzentrieren, wenn ich weiß, ja, morgen war es dann vielleicht so, ne? Klassische Antwort wäre wahrscheinlich, man fährt nochmal zu den Liebsten. Ja, einmal ein letztes Mal umarmen und dann und sowas. Galois aber war, wie gesagt, ein ganz anderer Kerl und dachte sich dann an diesem Abend, ach du Schreck, ich habe doch so viele coole Entdeckungen in der Mathematik gemacht und keiner weiß, was ich so Tolles geleistet habe. Und deshalb setzt sich Galois hin in dieser Nacht, am Vorabend des Duells, und er schreibt die ganze Nacht Briefe. Und das Wichtigste, eines dieser Briefe an einen sehr guten Freund, Auguste Chevalier, beinhaltet mehr oder weniger sein mathematisches Vermächtnis. Da schreibt er im Rausch mehr oder weniger alles, was er so entdeckt hat. Also da ist dieser 20-Jährige, der weiß, wahrscheinlich wird er den nächsten Tag nicht überleben, setzt sich hin, schreibt die ganze Nacht Briefe über Mathematik mit dem Gedanken, das ist das allerletzte, was ich tue. Und dann völlig übermüdet, stelle ich mir vor, am nächsten Tag taucht er dann bei diesem Duell auf, bei dem möglicherweise, man weiß es nicht hundertprozentig, ihm ein Offizier gegenübersteht, also jemand, der auch relativ gut schießen kann, vermutlich. Ja, Galois ist auch noch kurzsichtig, also er hatte wirklich von Anfang an ganz schlechte Karten in diesem Duell. Und es kommt halt so, wie es kommen muss. Galois ist derjenige, der getroffen wird in den Bauch und er wird dort nach diesem Duell in einer Waldlichtung liegen gelassen. Blutend liegt er da und stirbt vor sich hin, wird von einem Bauer entdeckt und zu einem Krankenhaus gebracht. Und es dauert dann eigentlich nur noch einen Tag, bis er tatsächlich stirbt, in den Armen seines kleinen Bruders Alfred. Seine letzten Worte gegenüber Alfred sind: Weine nicht, ich brauche all meinen Mut, um mit 20 Jahren zu sterben. Galois hat im Alter von 20 Jahren nicht nur ein jahrhundertealtes Rätsel gelöst, sondern auch die gesamte Algebra revolutioniert.
Das ist Manon Bischoff. Sie ist Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und hier in diesem Podcast, um uns die Mathematik zu erklären. Hallo Manon. Hi Charlotte. Manon, in diesem Fall bist du zuständig für ein Problem, bei dem MathematikerInnen jahrhundertelang nicht weitergekommen sind, bis dann plötzlich Galois aufgetaucht ist. Galois hat sich Gleichungen angeguckt, die wir eigentlich auch schon in der Schule kennenlernen. Also sowas wie x² plus 2x plus 3 ist gleich 0. Man hat diese Gleichung und man möchte diese Gleichung nach x auflösen. Und dafür lernt man schon in der Schule die sogenannte PQ-Formel benutzen. Minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Damit können wir einfach ausrechnen, was die richtigen Werte für x sind. Das ist ja jetzt schon in der Schule, sag ich mal, nicht so wahnsinnig aufregend. Man hat eine Gleichung, in der irgendwie x² steht. Man setzt da die Werte in die PQ-Formel ein, rechnet da so ein bisschen rum und dann kommt eine Lösung raus. Fertig. Genau, und das ist auch tatsächlich nicht so aufregend. Und zu Galois-Zeiten, da gibt es schon kompliziertere Lösungsformeln, auch für Gleichungen mit x hoch 3 oder mit x hoch 4. Da kommen ganz, ganz komplizierte Wurzelausdrücke raus, aber das ist nicht wichtig. Es gibt eine Formel und diese Formel liefert eben die richtigen Lösungen zu egal welcher Gleichung dieser Art. Wir haben eine für x hoch 2, wir haben eine für x hoch 3, wir haben eine für x hoch 4 und dann ist da die 5. Genau, die 5 ist ein Problem. Und zwar findet für x hoch 5 niemand so eine Formel. Also über hunderte Jahre suchen Mathematiker nach einer Lösung, die noch so kompliziert sein kann, aber niemand findet sie. Bis Galois kommt. Bis Galois kommt und sagt, hey, es gibt gar keine Formel für x hoch 5. Das Spektakuläre daran ist ja jetzt aber eigentlich nicht diese Aussage, da war glaube ich sogar Niels Abel ein kleines bisschen schneller, sondern wie er das gezeigt hat. Genau, er hat einfach einen komplett anderen Blickwinkel eingenommen und der hat sich als ungeheuer nützlich erwiesen. Also man kann sich das vorstellen, wie früher, wenn Astronomen in den Himmel geblickt haben und davon ausgegangen sind, dass die Erde im Zentrum ist und sich alles drumherum bewegt. Und das war furchtbar kompliziert. Und dann kommt Kopernikus und sagt, hey, vielleicht ist ja die Sonne eigentlich im Zentrum und die Erde bewegt sich drumherum. Und auf einmal wird alles super viel einfacher. Und so in etwa kann man sich vorstellen, ist das, was Galois gemacht hat. Er hat einfach einen komplett anderen Blickwinkel eingenommen in der Mathematik und konnte damit dieses x hoch 5 Problem lösen. Wenn wir jetzt mal in diesem Vergleich bleiben, was ist dann die Erde und was ist die Sonne für Galois? Also die Erde, das alte Bild, was die anderen Mathematiker hatten, war, wir blicken auf die Gleichung und versuchen, daraus eine Lösungsformel rauszuziehen. Und Galois macht eben was ganz anderes. Er schaut sich die Lösung an von bestimmten Spezialfällen, wo man die Lösung schon kennt. Und versucht, in diesen Lösungen Symmetrien zu finden. Einfaches Beispiel, die Gleichung x² gleich 4. Müssen wir nur einmal die Wurzel ziehen, kriegen die Lösungen x gleich 2, x gleich minus 2. 2 minus 2, symmetrisch. Genau, genauso kann man sich das vorstellen. Hier sieht man sofort, dass es symmetrisch ist. Aber was Galois macht, geht eigentlich noch viel weiter. Weil er hat eine ganz neue Idee davon, was Symmetrie eigentlich wirklich ist. Nämlich Symmetrie ist keine passive Eigenschaft, nicht was, was ich angucke und ich sehe sofort, oh, plus 2, minus 2. Sondern Symmetrie ist etwas, was man mit einem Objekt macht. Okay. Ich habe mich zum Beispiel gestern Abend beim Abendessen gefragt, wie symmetrisch ist eigentlich dieser Pizzakarton? Galois würde sagen, kommt drauf an, was du damit machst. Ich kann den Pizzakarton drehen, ich kann ihn hochheben und umklappen oder ich kann ihn umblättern wie ein Buch. Galois sagt, jetzt kommt es auf die Reihenfolge an. Also der Karton Pizza Mozzarella liegt ganz normal vor mir. Ich drehe um 90 Grad im Uhrzeigersinn, hochheben, umklappen. Jetzt sehe ich hier die Rückseite. Ich kann lesen, Ober-Unterhitze 11 Minuten, aber ich muss meinen Kopf dafür nach links drehen. Wenn ich das Ganze andersrum mache, erst umklappen, dann drehen,
dann muss ich meinen Kopf nach rechts drehen. Reihenfolge ist also nicht egal. Im Gegensatz zur Pizza selbst, wenn ich genau das Gleiche mit der Pizza mache, kommt es nicht auf die Reihenfolge an. Also Galois würde sagen, die Pizza ist symmetrischer als der Pizzakarton. Genau dasselbe gilt dann auch für die Lösung einer Gleichung. Wenn man die verdrehen kann, vertauschen kann und es kommt nicht auf die Reihenfolge an, dann ist die Lösung symmetrisch. Was Galois gesehen hat, ist, dass manche Lösungen sich eben verhalten wie eine Pizza, also sie sind sehr symmetrisch, und andere verhalten sich eher wie ein Pizzakarton und sind dann halt weniger symmetrisch. Und was er zeigen konnte, ist, dass alle Gleichungen mit x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4. Also haben, die mit einer Formel? Genau, die mit einer Formel haben solche Pizzalösungen, also supersymmetrische Lösungen. Und Gleichungen mit x hoch 5, die können auch Lösungen haben, die eben wie ein Pizzakarton sind, die also nicht mehr so symmetrisch sind. Und die haben eben keine solche Lösungsformel mehr. Also nur um das richtig zu verstehen, es gibt auch im Fall x hoch 5 oder x hoch 1000 manchmal eine einfache oder relativ einfache Lösung, die so ein bisschen aussieht wie eine Pizza. Ja. Aber weil es eben diese Pizzakartonlösungen gibt, finden wir da keine Formel, die für alle funktioniert. Genau. Jetzt steht ja dieser einfache Fall, x hoch 2 mit der PQ-Formel, für mich so ein bisschen in der Mathematik für alles, was super langweilig ist an Schulmathematik. Also man hat eine Formel, man versteht nicht so richtig, was man da tut, man setzt was ein, man kriegt eine Lösung raus. Wenn man richtig gut rechnen kann, kriegt man dann auch volle Punktzahl. Ich finde es ziemlich erstaunlich, dass man so ein, ja, so ein bisschen langweiliges Problem nehmen kann und dann da so eine unglaublich schöne Idee von Symmetrie rauskommt. Deswegen ist auch das Besondere, was Galois geleistet hat, gar nicht so sehr zu zeigen, dass Gleichungen mit x hoch 5 keine Lösung mehr haben, sondern die Sprache, die er geschaffen hat, um das zu zeigen. Er hat eine Sprache geschaffen, um mit Symmetrien umzugehen, um Symmetrien zu beschreiben. Er hat wie so eine Art neues Konzept geschaffen, so ähnlich wie Zahlen früher. Also man kann sich vorstellen, wenn wir von 3 sprechen, können wir damit Äpfel meinen, können wir damit 3 Personen meinen oder 3 Autos. Es ist völlig egal, was wir meinen, es ist klar, was 3 ist. Und genauso kann man jetzt auch Symmetrien vergleichen. Es ist egal, ob ich mir Lösungen von einer Gleichung angucke oder einem Pizzakarton oder ein Lied zum Beispiel, das ich vorwärts und rückwärts abspielen kann und zum Beispiel könnte ja eins geben, das gleich klingt. Diese Idee, dass Symmetrien sich eigentlich durch die ganze Welt ziehen und man das vergleichen kann, das begegnet einem im Mathematikstudium ständig. Jetzt weiß ich, Manon, du hast Physik studiert, du kommst eigentlich aus der Physik. Und da ist Galois ja auch extrem wichtig. Man könnte fast sagen, überspitzt, dass Galois die Quarks entdeckt hat, die Grundbausteine der Materie. Natürlich konnte Galois Quarks nicht kennen, das war lange nach seiner Zeit. Das haben dann Mathematiker und Physiker mithilfe seiner Theorie entdeckt. Und um zu verstehen, was da passiert ist, muss man die 1950er Jahre springen. Damals hatte man ja schon die Atombombe, man kannte Atome, Atomkerne, wusste, dass die Atomkerne aus einzelnen Teilchen wie Protonen, Neutronen bestehen. Und man hatte dieses romantische Bild, dass das Universum relativ einfach aufgebaut ist, dass man ein paar Grundbausteine hat, wie so Lego-Bausteine, und daraus kann man dann alle andere Materie schaffen. Doch das romantische Bild wurde gestört, als man auf einmal angefangen hat, lauter neue Teilchen zu finden. Pionen, Kaonen, Mesonen, lauter neue Teilchen, die alle unterschiedliche Namen bekamen, alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Und Physiker waren total verwirrt und sprachen von einem regelrechten Teilchenzoo, der sich auf einmal offenbarte. Also man hatte vorher diese Idee, man hat Atome, Protonen, Neutronen, Elektronen, vielleicht noch mehr Teilchen? Noch Photonen, Lichtteilchen. Das war es eigentlich, ne? Und daraus ist die gesamte Welt aufgebaut. Und jetzt hat man plötzlich noch viel mehr und weiß nicht, wie hängen die zusammen. Genau, man hat dutzende Teilchen, alles sieht super unordentlich, super messy aus. Und ja, so richtig schön war das nicht. Und man hat sich eben gefragt, ob man irgendwas übersieht. Und als sich Physiker die Teilchen genau angeguckt haben, die Eigenschaften dieser neuen Teilchen, die aufgezeichnet haben,
sah man schon ein gewisses symmetrisches Muster. Und dann sind die zu Mathematikern gegangen. Ah, das klingt nach Galois. Genau, und da kommt Galois ins Spiel. Und zwar haben Mathematiker sich diese Muster angeguckt, diese Symmetrien, die es gab, und konnten sehen, hey, es sieht so aus, als gäbe es drei Teilchen, drei verschiedene, und die würden erklären, warum es eben diese Muster gibt in diesem Teilchenzoo, den man entdeckt hat. Und man hat gemerkt, dass diese Teilchen, von denen man dachte, die Kaonen, die Pionen, die Mesonen, die ich schon erwähnt habe, dass es Elementarteilchen sind, stimmt aber nicht. Die setzen sich eben aus diesen drei Grundbausteinen zusammen, die die Mathematiker entdeckt haben, dank der Theorie von Galois. Und diese drei Teilchen wurden dann Quarks genannt. Also man hat im Prinzip drei neue Lego-Bausteine gefunden. Und zwar nicht, weil man irgendwelche physikalischen Experimente gemacht hat, sondern weil man eine, ja, 120 Jahre alte Theorie auf die Physik angewendet hat. Genau das. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass Galois, ohne es zu wissen, quasi aus Versehen die Sprache unseres Universums gefunden hat. Im Prinzip schon. Galois hat also Ordnung in diesen Teilchen zugebracht. Und das ist nur eine von ganz, ganz, ganz vielen Anwendungen, die man mit Galois-Theorie machen kann. Demian, wie konnte das überhaupt passieren? Wir erinnern uns, das gesamte mathematische Vermächtnis schreibt Galois eigentlich in dieser einen rauschhaften Nacht in eine Handvoll Briefe. And that's it. Genau. Und jetzt hat Galois Freund Chevalier diese mathematischen Ergebnisse und zusammen mit Galois Bruder Alfred, beide nehmen diese Briefe und geben sie weiter an wichtige Mathematiker der Zeit. Schließlich gelangt Liouville, noch ein wichtiger Mathematiker, an diese Briefe und er sieht sie sich an, er versteht, wie wichtig das alles ist und er kümmert sich dann selbst darum, diese Briefe oder besser gesagt den mathematischen Inhalt davon zu veröffentlichen. Also das heißt, es ist jetzt auch nicht irgendwie 1-2 Jahre nach Galois Tod, sondern es dauert schon ein bisschen, bis sozusagen nach dem Tod die Galois-Theorie wirklich entsteht. Ja, das waren 20 Jahre später. Das war wirklich eine ganze Zeit später. Jetzt erinnere ich mich noch an mein Studium. Da sitzt man dann wirklich im Seminar Galois-Theorie 1, Galois-Theorie 2 und überall, wo nicht Galois draufsteht, ist auch noch Galois drin. Das kann ja natürlich nicht alles in einer Nacht entwickelt haben. Ja, das ist so, dass Galois mehr oder weniger diese Grundidee geliefert hat und dadurch dieses Forschungsfeld gegründet hat und dann haben halt unzählige andere WissenschaftlerInnen, Mathematiker und Mathematikerinnen sich ans Zeug gelegt. Ich habe im Studium zuerst gar nicht gemerkt, was für eine wichtige Rolle Galois gespielt hat, weil im Physikstudium sein Name eigentlich gar nicht gefallen ist, sondern nur von den Folgearbeiten von anderen Mathematikern und Mathematikerinnen. Und erst im Nachhinein ist mir klar geworden, dass er das Ganze mit 20 Jahren begründet hat und wie krass das alles ist. Im Mathestudium tauchte sein Name immer wieder auf. Und ich muss sagen, oft habe ich gedacht, Gott sei Dank ist der Typ so früh gestorben. Das klingt ein bisschen gemein. Das klingt super gemein, tut mir leid. Aber ich denke, wir hätten dann Galois-Theorie 23, Galois-Theorie 24, Galois. Ich will es mir gar nicht ausdenken, was der Typ noch alles gemacht hätte. Und ja, ein bisschen Erleichterung war es schon. Auf jeden Fall verdanken wir Évariste Galois eine, wie ich finde, besonders schöne Idee in der Mathematik und auch ja, die Erkenntnis, dass auch sehr kluge Mathematiker manchmal nicht so besonders kluge Dinge tun, wie zum Beispiel einem Duell zu stimmen, bei dem sie schon vorher wissen, dass sie eigentlich gar keine Chance haben. Wir hören uns an dieser Stelle in 2 Wochen wieder mit einer Geschichte über eine Mathematikerin, die streng genommen eigentlich gar keine Mathematikerin ist, aber in den 90ern, ja, fast schon nebenbei, auf jeden Fall ohne es zu wollen, eine ganze Reihe an auch wichtigen Mathematikern gegen sich aufbringt, weil nämlich niemand glauben kann, was sie da entdeckt hat. Geschichten aus der Mathematik ist ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit Spektrum der Wissenschaft. Diese Folge wird präsentiert vom MIP-Labor.
der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus-Tschira-Stiftung. Die Story kommt von Demian Nahuel Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. Redaktion: Caroline Breitschädel und Stefan Siegert. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Produziert hat Stanley Baldauf und am Mikrofon bin ich, Charlotte Thielmann. Ihr findet alle Folgen dieses Podcasts auf spektrum.de, auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, das MIP-Labor vergibt Fellowships, also mehrmonatige finanzielle und fachliche Förderprogramme, an Journalistinnen und Journalisten oder auch ganz allgemein Medienschaffende. Als Fellow entwickelt man dann ein modernes Medienformat zu einem Thema aus Mathematik, Informatik oder Physik und man bildet sich weiter. Wenn ihr bereits Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus habt und euch für ein Fellowship interessiert, dann schaut mal auf miplabor.de. Dort findet ihr alle Informationen dazu.